Seit mehr als 70 Jahren bestimmt der Slogan Holz ist unsere Welt das tägliche Leben in unserem Unternehmen. Unsere Kunden sind im Prinzip aus dem gewerblichen Bereich, aus dem industriellen Bereich, aber alle Anwender von Holzprodukten, und diesen wollen wir ein sehr breites Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen. Heute erwirtschaften wir an 58 Standorten in 3 Kontinenten mehr als 800 Millionen Euro Umsatz mit 3000 Mitarbeitern. Für uns ist es ganz wesentlich, dass wir verschiedene Welten miteinander verbinden. Auf der einen Seite sind wir ein Großhandelsunternehmen, wir sind Europas größter Holzhandelsbetrieb, aber auch ein wichtiger Produktionsbetrieb. In unserem Werk in Stockerau produziert die Firma Frischeis hauptsächlich Möbelbau Halbfertigteile bzw. komplette Möbelbauteile. Vor vielen Jahren haben wir begonnen, den Dienstleistungsgrad zu erhöhen. Beginnend mit Zuschnitt und Bekantung hat sich dieser Bereich immer weiterentwickelt. Viele Unternehmen konnten nicht mehr weiter investieren bzw. benötigten einen Vorlieferanten, der ihnen Spitzen abdeckte. Wir sind in dieser Form eigentlich eine verlängerte Werkbank unserer Kunden. Wir haben einen Möbelbauteile-Online-Shop. In dem Online-Shop sind über 190 Korben drinnen und enthalten. Der Kunde kann die frei online wählen, konfigurieren, und aus diesem Möbelbauteile-Shop werden dann automatisiert Produktionsdaten erzeugt. Diese Daten werden dann auf unsere Maschinen gespielt und werden dann eben aktuell auf der neuen Fertigungslinie vollautomatisiert produziert. Jeder Auftrag wird auf Kundenwunsch gefertigt. Das heißt, wir sprechen hier von einer echten Losgröße 1 Produktion und wir produzieren je nach Schnittplänen bis zu über 1000 Teilen pro Schicht. In der Arbeitsvorbereitung funktioniert es so: Die Aufträge werden bei uns von den CAD-Planern entgegengenommen, werden noch einmal geprüft auf Richtigkeit und Vollständigkeit und werden dann direkt aus dem CAD über unseren CAM auf die Maschinen gespielt. Die Prozessschritte sind relativ simpel und einfach gehalten. Der erste Prozessschritt ist der Zuschnitt, der zweite die Bekantung und der dritte Teil dann die Bohrbearbeitung. Im Prinzip das Besondere für mich, für die ganze Anlage, ist, dass es sozusagen die Anlage mit einem Mitarbeiter betrieben werden kann. Also es werden in der Früh teilweise die Platten angeliefert, werden dann vollautomatisiert vom chaotischen Plattenlager auf die Säge gebracht und im Prinzip werden alle 3 Prozessschritte vollautomatisiert gemacht oder produziert, und hinten steht im Prinzip nur mehr 1 oder 2 Mitarbeiter von unserer Verpackung, kontrollieren die Teile noch einmal auf die Qualität und werden dann verpackt und kommen dann zum Kunden. Wir sind wirklich begeistert von der HPS, von der Säge. Die ist wirklich mit Abstand die Konstante der Maschine und wir haben eine technische Verfügbarkeit im Schnitt von weit über 90%. Das einzige wirkliche Aggregat, was uns wirklich qualitativ einen großen Sprung nach vorne gebracht hat, ist eben das DWZ14, wo wir wirklich sicherstellen können, dass die Teile im Winkel sind und auch wirklich maßgenau sind. Also wir arbeiten da aktuell mit einer Toleranz um die 2 Zehntel. Wir haben natürlich Maschinen unterschiedlichster Hersteller in unserem Unternehmen im Einsatz. Wir haben allerdings in den letzten Jahren dem Trend Rechnung getragen, dass wir uns auch im Bereich der Bearbeitungsmaschinen konzentrieren und möglichst mit wenigen und einem Anbieter zusammenarbeiten. HOMAG als Vorlieferant für unsere Bearbeitungsmaschinen hilft uns dabei, diese Bedürfnisse der Kunden immer weiter zu entwickeln. Wir haben wirklich in tagelanger oder wochenlanger Arbeit gemeinsam mit der Firma HOMAG das Projekt gemeinsam ausgearbeitet. Es sind auch Simulationen gemacht worden, um wirklich auch in Echtzeit zu simulieren, wie leistungsfähig die Anlage dann tatsächlich ist. Ein wesentlicher Entwicklungsschritt in unseren Unternehmen, und wir sind überzeugt, dass nach einigen Jahren dieses Projekt auch ein Vorzeigeprojekt für viele andere Niederlassungen bei uns im Unternehmen sein wird.